Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Learn Together Europa Universalis 4 in unserem Kastilien-Let's Play. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir beinahe oder demnächst einen Rebellenaufstand haben mit sunnitischen Fanatikern, die vermutlich hier in Malaga aufploppen werden. Das bedeutet, ich möchte meine Armee nach Malaga schicken. Und dann möchte ich meine Finanzen dahingehend regeln, dass meine Armeen wieder vollen Unterhalt bekommen. Da machen wir ein bisschen Minus mit, aber das müssen wir erstmal bezahlen, damit unsere Armeen auch wieder aufgestockt werden. Was ich eigentlich auch gerne machen wollte... Wir haben keinen Anführer in unserer Armee, in keiner von beiden, doch. In dieser Armee. Kann ich Line de Castilla denn dieser Armee zuweisen? Wobei, nee, jetzt wenn er gleich eine Schlacht schlagen soll. Ich wollte drillen, das ist eine Fähigkeit, die es hier irgendwo gibt. Muss da mal unbedingt... Hier, Armee-Drill aktivieren. Erhöht die Armee-Professionalität jährlich um plus 0,3%. Und wenn wir mal ins Militär reingucken, da haben wir hier oben ja diese Leiste mit Armee-Professionalität, die ich am Anfang sehr, sehr sträflich immer wieder runtergeballert habe, indem ich die Rekrutierungsstandards gelockert habe. Aber man kriegt auf jeden Fall gute Boni, wenn man diese Militärprofessionalität nach oben drückt, sag ich mal. Deswegen sollten wir das als Ziel haben, die jetzt nicht mehr so oft zu verringern, weil hier sieht man, glaube ich, dann irgendwo Effizienzbelagerung durch Armeeprofessionalität. Es wird alles besser durch die Armeeprofessionalität. Dasselbe gibt es auch mit... Es gibt eine Flotten-Tradition hier. Den steigern wir momentan durch den Handelsschützen ziemlich heftig. Und da wir jetzt schon bei 12 sind, sind unsere aktuellen Auswirkungen auch schon gar nicht so schlecht. Mehr Moral, mehr Regeneration Seeleute. Blockaden werden effizienter, genauso wie Handelssteuerungen effizienter. Also es lohnt sich einfach, die Tradition und die... Also die Marine- und Armeetradition hochzuhalten. Und ja, wollte ich mich hier nochmal in diesen Handel... Ich würde gerne in Tunis unseren Handel vergrößern, tatsächlich, unsere Handelsmacht. Wichtig auch, dass wir in Sevilla unsere Handelsmacht vergrößern. Dafür haben wir jetzt ja hier schon einen Stufe 2 Umschlagplatz. Hier schon eine Stufe 2. Und diese hier sollten auch mal alle Stufe 2 werden. Ich würde gleich in Toledo eigentlich gerne anfangen. Was kostet das denn? 200 Dukaten, die haben wir momentan nicht. Aber mehr Handelsmacht in Sevilla insgesamt, also in der Handelsregion Sevilla, wäre, glaube ich, schon wert, dass wir uns darum bemühen, das möglichst schnell zu machen. Wir haben eine relativ niedrige Inflation. Ich würde sagen, wir können noch ein Darlehen aufnehmen, um einfach mal direkt in unserer Hauptstadt, da haben wir jetzt einen Handelseinfluss von 9,6, hier ist 8,4 und 7, ja, Toledo ist schon die nächstgrößere dann, das Emporium zu einer Marktstadt aufzubauen. Und das ging scheinbar auch instant, wenn ich das richtig gesehen habe. Da müssen wir mal gucken, ob sich hier unser Handelseinfluss im nächsten Monat von 47% erhöht. Granada-Ansprüche, Reims hat einen neuen Kardinal. Wir haben leider immer noch keine mehr, nicht mehr Kardinäle. Und ich wollte auch noch mal ganz kurz in unser Erbe reingucken, wie es da aussieht. Wir sind jetzt ja schon 56. Unser 7-jähriger Sohn hat großen Anspruch und er ist sehr, sehr gut. Ich will gerne als er weiterspielen, tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, wie unser Sohn, was für eine Persönlichkeit unser Sohn kriegt. Und, achso, ja, lassen wir mal hier auf diese Ansicht. Ich guck mal, was wir hier noch haben. Das ist nicht so wichtig. Das ist für uns auch gerade nicht so wichtig. Keine der Nationen interessiert uns. Einen Marktplatz in mehr als 3 Provinzen könnten wir bauen. Ja, ist hier schon ein Marktplatz gebaut, tatsächlich. Hier ist ein Marktplatz. Hier ist ein Marktplatz. Toledo könnte auf jeden Fall noch vom Marktplatz Gebrauch machen. Dann kriegt Toledo einfach noch einen neuen Marktplatz. Alles, um den Handelseinfluss in unserer Heimatnot zu vergrößern und mit Portugal ein... Also Portugal ist unser größter Konkurrent in dieser Note, in diesem Knoten, Umschlagplatz, so heißt es auf Deutsch. Wir müssen gegen Portugal ankämpfen. Ich drücke jetzt mal auf Play, damit es hier mal weitergeht. Ein Kardinal aus Neapel. Leider wieder nichts für uns. Ich komme mal bei der Kirche kurz rein. Hier ist die Kirche. 46 Punkte. Ich würde ja sehr gerne zum lokalen Heiligen kommen, aber wir machen ja 4,5. Das ist schon gar nicht so schlecht. 4,5 Punkte jährlichen Einfluss. Aber es ist halt auch nicht wirklich viel.
Jetzt wollte ich nochmal dieses Zeitalter der Entdeckung angucken. Das habe ich nämlich sträflich vernachlässigt in den letzten Episoden. Und hier gibt es halt diese Erlasse, die werden freigeschaltet für 800 Pracht. Das ist das hier. Wir machen monatlich ein Pracht. Das ist nicht viel. Man würde mehr Pracht verdienen, wenn man diese Mission hier schafft. Ach, guck mal. 5 Handelszentren der Stufe 2. Würde uns wesentlich mehr Pracht bringen. Hätten wir nämlich das hier abgeschlossen. Einen Rivalen erniedrigen. Also in einer Friedensverhandlung wahrscheinlich den Erniedrigungskriegsgrund oder sowas auswählen. Müssen wir mal gucken, was wir hinkriegen. Das müssen wir später noch hinkriegen, wenn wir kolonisieren. Ich glaube, es müsste ja so in 30 Jahren anfangen, wenn das Ganze historisch losgeht mit Kolumbus etc. 3 Throne, das wird wahrscheinlich nichts mit der Personalunion. die Renaissance fördern, das würde ich gerne schaffen. Eine Stadt mit mindestens 30 Entwicklungen. Und Amerika entdecken. Ich glaube, das hier, die kontrolliert Handelszentren, das könnten wir schaffen, wenn wir ein paar Kredite aufnehmen. Könnten wir Lyon und sagen wir noch Burgos oder Kantabrien? Kantabrien wahrscheinlich, denn. Ja, Lyon und Kantabrien sind die beiden mit dem höchsten Handelseinfluss. Dann nochmal 400 Gold. Ich könnte es mit Darlehen aufnehmen schaffen. Bräuchte 3 Darlehen. Das wären nochmal 0,3% mehr Inflation. Ja, ich würde sagen, das ist gar kein Problem, oder? Inflation von 2%, da würde ich ja von träumen, wenn es heute so wäre. Ich hoffe einfach mal, dass es keine großen Auswirkungen hat, was ich hier gerade tue. Aber ich habe gelernt, in anderen Spielen ist ja, also wenn man sich jetzt Anno oder so anguckt, Anno ist ein schlechtes Beispiel. Wenn man sich jetzt eigentlich, sagen wir Transport Fever oder Railway Empire anguckt, mit Schulden baut man halt sein Reich auf, also sein Imperium. Und je schneller man Sachen hat, wie zum Beispiel jetzt hier diese kontrolliert Handelszentren auf 5 bringt, desto schneller, desto mehr Punkte kriegt man dann. Wir kriegen dann ja ab dem Punkt, wo es fertig ist, jeden Monat mehr Punkte. Wir machen momentan ein. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier einen Punkt oder... Keine Ahnung, das werden wir dann ja sehen, wenn wir das hier fertig haben, wie viele mehr Punkte an Pracht wir kriegen. Wenn es ein Punkt ist, sind es 100% mehr. Wenn es 2 oder 3 Punkte wäre, wäre es ein Vielfaches mehr von dem, was wir momentan verdienen. Ich glaube, damit ist das sehr, sehr... die Entwicklung ist nicht hoch genug hier tatsächlich. Natürlich schlecht. Hier dürfen wir entwickeln. Hier ist die Entwicklung auf 10. Das heißt, hier können wir... Das ich bereits auf der niedrigsten Stufe... Ihr könnt es nicht abwerten. Ich will es nicht abwerten. Ich will es aufwerten. Ja, okay. So, jetzt ist es eine Marktstadt. Jetzt müssten wir, wenn wir nur reingucken, 4 von 5 haben. Sehr gut. Ich will aber Kantabrien aufrüsten. Das heißt, wir werden hier noch... Was produziert ihr denn? Ihr produziert Schiffsbedarf. Ist nicht so wirklich viel wert. Wo kann ich denn Handelsgüter sehen? Nee. Was war es noch gleich? Habe ich hier nicht drin. Dann müsste es ja unter wirtschaftlicher Kartenmodus... Ich dachte, es sind Handelsgüter tatsächlich. Ach so, ja. Ha. Es sind Handelsgüter. Ich hatte nur auf hier rauf geklickt und dann zeigt er nur die an, die... Okay, Burgos hat... Wolle mit 2,5. Also Burgos ist wertvoller in der Ressource, die hergestellt wird. Ist natürlich jetzt die Frage, wenn ich den Burgos diplomatische Macht nutze, um Burgos zweimal in Produktivität, weil die Diplomatie nutzt man ja, um den Handelswert, Handelsgüter. Ich dachte, man macht die Produktion hiermit besser oder dass es in administrative Macht. Das sind Steuereinnahmen. Sehe ich das gerade nur nicht? Wir kriegen mehr Kronland auf jeden Fall. Seeleute. Handelseinfluss. Handelsgüter werden halt plus 0,2. Ich denke, wir produzieren dann halt einfach mehr davon. Ich werde zweimal hier reinsetzen. So, das hat jetzt knapp 100 Diplomatie gekostet. Jetzt müssten wir hier das Gebäude aber auch auf... Ja, wir haben jetzt eine Entwicklung von 10. Das heißt, wir können es zur Marktstadt ausbauen. Und jetzt haben wir hier das hier erreicht. So, was bringt uns das jetzt? Das müssen wir wahrscheinlich am Ende des nächsten Monats sehen. So, jetzt ist der 1. September. 3! Diese Aufgabe bringt also 2 extra Punkte. Also haben wir sozusagen jetzt ja 200% mehr Punkte als vorher, dadurch, dass wir das gemacht haben. Und ich würde sagen, das lohnt sich. Denn diese Erlasse sind wirklich stark.
Und ich glaube, ich habe mir die kurz angeguckt vor der Episode. Höher entwickelte Kolonien. Das ist, glaube ich, für einen Spanier ganz interessant. Oder Kastilianer. Denn Grundsteuer, Grundproduktion und Grundmannstärke wird alles erhöht. Und wenn wir uns eine Provinz angucken, mal wegen Toledo, dann sehen wir Grundsteuer. Der Grundsteuer erhöhen um plus 1. Das ist ein ganzer Entwicklungsklick auf jedem Einzelnen. Also sozusagen ein Entwicklungsklick gratis, wenn eine Kolonie fertig wird. Das hört sich sehr, sehr gut an in meinen Augen. Ich hoffe, wir kommen bald ins Zeitalter der Kolonien, denn ich habe da eigentlich Bock, mich mit zu beschäftigen. Ich würde hier gerne die Kanarischen Inseln. An Kanaria gehört schon jemanden. Makaronesi. Okay, also hier, die Teneriffa wäre frei. Teneriffa würde ich gerne kolonisieren. Aber dafür bräuchten wir halt einen Kolonisten, den wir senden können. Gehört das hier schon irgendwas? Das ist Terra Incognita, okay. Ja, ich habe da richtig Bock drauf. Dieses ganze Entdecken, wie das abläuft, das müsste ja demnächst irgendwann anfangen. Aber ich drücke auf Play. Ich habe schon wieder lange nicht auf Play gedrückt. Sorry. Aber so ist das halt, wenn man ein Spiel lernt. Darlehen werden fällig. Okay, die bezahle ich dann wahrscheinlich mit 90. Das könnte. Hätte mir vorher angucken sollen. Wenn ich die Darlehen bezahlen muss, dann muss ich neue Kredite aufnehmen und das wird meine Inflation nach oben treiben. Gucken wir mal, was passiert. Malaga hat Unruhen. Ja, da habe ich ja meine Armee hingestellt. Nur 0,5. Jetzt mal ehrlich, jetzt kommt mal runter, ihr Rebellen. Was kann ich denn mit euch machen? Stabilität steigern? Rebellen unterdrücken? Oh, nee, will ich alles nicht machen. Venedig hat einen neuen Kardinal. Ich habe noch wenig Kronen. Darum muss ich mich auch mal kümmern. Wir haben ja, die Loyalität ist immer nicht wirklich hoch. Ich kann eine neue Versammlung einberufen, das sollte ich tun. Alle Stände erhalten Loyalität. Ich hätte sie gerne alle über 50%, damit ich hier Kronland von denen... Ich habe viel zu wenig Kronland, das ist furchtbar. Die Stände von Kastilien haben Agenten für das einberufene Parlament vorgeschlagen. Wohlstand seiner Länder in Toledo investieren? Okay, ich gucke lieber direkt hier hin. Die Agenda erhöht Steuereinnahmen von Toledo. Grundsteuer zumindest auf 7. Wo ist denn die Grundsteuer in Toledo jetzt? Auf 5. Also zweimal administrative Macht. Das ist ja machbar. Was kriegen wir dafür? Wir kriegen 10 Prestige und sie kriegen 10 Loyalität. Loyal ist der Klerus ja schon. So, der Adelstand möchte die Rekrutenreserve auffüllen. Auf mindestens 50%. Das wird lange dauern und es wird nicht passieren. Das kann ich jetzt schon sagen. Auch wenn ich es gern geschafft hätte. Und die Bürger möchten... Die Produktion in Cuenza, das ist hier, diese Region, erhöhen auf mindestens 6. Wo ist sie jetzt? Bei 4. Der Abschluss hat folgende Auswertung. 10 Loyalität und Geld. Geld kann ich momentan sehr, sehr gut gebrauchen. Sogar besser als das Prestige, würde ich sagen. Auch wenn unser Prestige niedrig ist. Was hat das für Auswirkungen? Boah, es hat auf alles ein bisschen Auswirkung, aber nicht wirklich viel. 1%. Ja, da können wir mit leben. Ich glaube, die Bürger. Alleine schon, weil ich möchte, dass der Bürgerstand uns mehr mag. Auch damit, wie gesagt, ich möchte alle drei über 50% bekommen. Und dann machen wir es auch gleich mal. 2 Klicks in Grundproduktion. So, und jetzt müsste ich doch die Aufgabe... Mindestens 6. Ist abgeschlossen. Steht da jetzt auch schon auf Play. Die Agenda ist abgeschlossen. Wir haben das Geld bekommen. Ja, sehr gut. Das war ein guter Tausch. Ich könnte weitere Marktplätze bauen. Ich möchte mal in Sevilla gucken. Wir haben jetzt 5. Wir haben 3% mehr. Dadurch, dass ich hier die Marktplätze über die Marktstädte gebaut habe. Lokaler Protektionismus. Was bedeutet das? Wo kommt das her? Wie kriege ich das weg? Bis Februar 1465 noch. Das ist wahrscheinlich irgendein Event, was ich mal hatte. Was ich auch mir zwischendurch nochmal angeguckt habe, es gibt noch, wo ist es denn hier, Institutionen, ne, das ist es nicht, aber das können wir auch nochmal gucken, wie weit die Renaissance vorgeschritten ist. Es geht langsam voran, schon mal gut, aber was ich eigentlich sehen wollte, es gibt Erlasse. Und Erlasse, ach, genau, Erlasse sind immer für die gesamte Region, so, und in Toledo, hier sind die Erlasse. Und Erlasse kosten Geld, der Steuerunterhalt in der Provinz, es wird teurer. Also ich bezahle sozusagen mit Geld, dass ich hier diese Boni bekomme. Und
Ich hätte gerne tatsächlich. Missioniere ich hier unten noch? Ja, ich missioniere hier unten. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube, hier unten könnte ich dann auf jeden. Hier kann ich nicht. Nee, hier kann ich keine Erlasse. Kann ich doch Erlasse? Religiöse Einheit erzwingen. Lokale Mission. Ja, das hätte ich ja gern gemacht. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Und dann können wir dasselbe, gibt es auch, was ich gerade noch nicht, wo ich nicht ausgeredet habe, mal wieder. Es gibt hier irgendwas, diese Institutionsverbreitung plus 33%. Und ich habe ja gerade die Institutionsverbreitung hier angeguckt. In Toledo ist sie ja schon vorhanden. Aber in eigentlich all meinen Regionen noch nicht. Deswegen würde ich fast alle meinen Regionen jetzt sagen, wir machen die Erlasse. Das geht auch, glaube ich, hier drüber. Kernprovinzen, Missionar. Diplomatie, Entwicklung. Ist gedacht, dass es auch hier rüber geht. Erlasse erteilen. Eigentlich muss das doch gehen. Oder ist es Großmächte? Nee, das ist nicht. Wir sind noch eine Großmacht. Wir waren auch am Anfang keine mehr. Oder wir waren knapp davor, keine zu sein. Scheinbar gibt es die Erlassansicht doch nicht. Oder ist es eine politische Karte? Unruhen, Regierungs, Rebellen, Dynastien, Revolution. Ich hätte mir jetzt wirklich gedacht, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, da schnell die einzelnen Provinzen alle zu sehen. Aber okay, dann machen wir es halt so. Also diese Provinz kriegt die Fortschrittsbemühungen. Ich darf nur nicht vergessen, wenn sie fertig sind, die alle rauszunehmen. Ich hoffe daran. Denke ich dann. Leor kriegt auch die Fortschrittsbemühungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keinen Map-Mode zu gibt. Es gibt zu allen Map-Modes. Also wenn ihr wisst, wie es geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, hier Yan, du kriegst auch Fortschrittsbemühungen. Und auch du. Denn das Ding ist ja auch, wenn wir die Renaissance durchballern, dann können wir hier... Fördert die Renaissance in all meinen Provinzen, dann kriegen wir wieder wahrscheinlich plus 2 Punkte. Und ich sollte auch überlegen, eine Stadt auf 30 hochzukriegen. Aber das müssen wir uns dann nochmal angucken. Ich hätte jetzt gerne gewusst, wo dieser Modus ist, wo man das sehen kann. Aber, Meinung, das ist auch nicht. Okay, ich hätte jetzt gerne, dass die Rebellen vielleicht nochmal kommen. Aber ich glaube auch, dass meine Armee jetzt anwesend ist. Unterdrückt die Unruhe, oder? Freundliche Truppen minus 3,56. Ja, das ist ganz schön viel. Das heißt, die Unruhe ist jetzt auf 0. Kastilien hat einen neuen Kardinal. Sehr schön. Und wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Ich guck mal ganz kurz. Wir haben... Kontrolliere 3 Kardinäle. Sie heißt wahrhaft katholisch, die Errungenschaft. Also ein neues Achievement für uns. Das ist doch schon mal was. Jetzt will ich mal sehen, wie viel Geld wir noch machen. Ja, unsere Truppen sind langsam, aber stetig werden sie aufgefüllt. Wir machen viel zu wenig Geld. La Mancha ist unsere Goldmine, oder? Ja. Hier würde ich auch gerne noch mehr... Die dürfen wir nicht. Die Steuerung in dieser Provinz auf 8. Ihr könnt die Grundproduktion nicht weiter erhöhen, weil sie bereits höher als die Grundsteuer und Grundmannstärke. Zusammen. Ah, okay. Die beiden zusammen ergeben einen Wert von 6. Und dieser hier ist schon höher. Und das darf man wohl nicht. Man darf nicht nur in eine Sache boosten, sozusagen. Möchte ich reininvestieren oder möchte ich meine Macht benutzen, um Technologie oder so zu öffnen? Wir sind so weit zurück in Administrative. Wir brauchen Admin-Punkte. Wo kann ich denn nochmal sagen, dass ich auf Admin mich fokussieren möchte? Nationalen Schwerpunkt würde ich gerne umlegen auf Admin. 1464, noch 2 Jahre, okay. Okay, dann wenn ich hier jetzt scheinbar keine Rebellen kriege. Ja, die sind nur noch auf 50%. Sie gehen zurück tatsächlich, wir haben sie unterdrückt. Würde ich sagen, ich drille diese Armee. Und diese Armee möchte ich aber auch drillen, wir brauchen einen Anführer. Sancho Osorio, unser Anführer. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir einfach und dann soll er drillen. Besser als einen neuen General anzuwerben, denke ich. Ja, da ist jetzt so eine kleine Krone drüber. Unser König führt die Armee an und drillt sie jetzt. Und jetzt können wir sehen, dass wenn wir unter Militär gucken, diese Armee-Professionalität steigen müsste aufgrund Regimenter-Drill minus 1,5%. Also es verfällt langsamer. Und ansammeln tut man sie dann, glaube ich, durch Schlachten etc. Und ja, wenn wir dann irgendwann mal hier die Granadier
die Moslems aus Spanien vertrieben haben, dann müssen wir uns mal darum kümmern, dass wir irgendwie mit Aragon entweder eine Personalunion oder militärisch auseinandersetzen, denn wir haben diese Entscheidung, gründet Spanien auf diplomatischen Weg. Dafür müssten wir keine muslimischen Provinzen mehr haben und wir müssten der Lehnsherr über Aragon sein. Oder eben auf militärischen Wege und dafür müssten wir Barcelona, Saragossa, Valencia und ja, das sind die drei Provinzen, die wir von Aragon denn einnehmen müssen. Die leuchten jetzt hier gerade lila. Diese hier und diese hier, die müssen wir von den militärischen nehmen, um Spanien gründen zu können. Und wenn wir Spanien gründen, dann erhalten wir einen dauerhaften Anspruch auf die gesamte Region in Iberien, außer alles, was Portugal ist. Zentralisierung wird erhöht. Unruhe sinkt. Die Unruhe steigt, Autonomie sinkt. Und wir halten Prestige. Also ich würde gerne irgendwann Spanien sein. Ich weiß nicht, wie wir sie zum Vasallen oder Personalunion schaffen. Das wäre eine Sache, die wir uns dann angucken müssen. Oder eben militärisch. Ja, wie kriege ich jetzt weg? Ah, da werden wir klicken. Und ansonsten würde ich sagen, unsere Armeen sind am Drillen. Wir haben die Unruhe ja durch das Hinschicken unserer Armee unterdrückt. Und dann das Event Infiltrierung des Vatikans. Bestechung ist keine unbekannte Praxis und mit der richtigen Geldsumme können wir vielleicht einen Kardinal dazu bekommen, einen religiösen Orden zu infiltrieren. Religiöse Orden. Müssen wir uns auch mal angucken. 5 Papsteinfluss, 5 Prestige. Ich will die 5 Papsteinfluss, denn sie sind auch echt teuer zu bekommen. Das ist ja mehr als ein Jahr Papsteinfluss für uns. Und ich würde sagen, das reicht für diese Episode. Wir haben viele ja, Kleinigkeiten, würde ich sagen, gemacht, die sich dann insgesamt, glaube ich, schon groß auf unser Reich auswirken. Zum Beispiel die Erlasse etc. Ich würde da gerne den Map-Mode finden. Ich gucke mal zwischen Episoden, ob ich einen finde. Und ich würde sagen, schaltet in der nächsten Episode wieder ein. Und wir nähern uns dann hoffentlich wesentlich schneller als diese Episode der Zeit, der wirklichen Zeit der Entdeckung. Denn ich habe da Bock drauf. Ich möchte als Kastilien die Welt kolonialisieren, auch wenn das natürlich nicht so ein schönes Thema ist im realen Leben. Aber ich glaube im Spiel, ich bin sehr gespannt, wie es umgesetzt ist. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, glaube ich, mit Kolonialisierungsmechanismen. Ist es ja außer Stellaris halt. Aber Stellaris ist was ganz anderes. Und Europa Universalis, ich bin sehr gespannt, wie sie das machen. Aber ja, ich sage, schaltet wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und auch ein Abo, falls ihr nicht abonniert habt. Und ich sage bis dahin, euer Mische.